Der Dicknix ist der beste Belag ever. Er hat unglaubliche Spin-Werte beim Topspin und beim Aufschlag. Jeder Block kommt, sogar mit geschlossenen Augen. Du wirst 300 TTR-Punkte auf dein Konto überwiesen bekommen und zwei Ligen besser spielen. 80 Euro sind eigentlich noch viel zu wenig für dieses kleine Tischtennis-Wunder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht zu liken und abonniert meinen Kanal. Okay. War das okay? Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Test bzw. Erfahrungsbericht des Dicknix 64 und 80 nach 2 Monaten. Ich hatte jetzt beide Belege in dieser Zeit permanent im Einsatz und kann euch jetzt sagen, ob sie ihr Geld wert sind. Euro sind eine heftige Ansage, aber jeder, der meinen Schläger in die Hand genommen hatte, bekam dadurch leuchtende Augen. 64er auf der Vorhand und 80er auf der Rückhand. Schlappe 160 Euro UVP. Für mich persönlich war das Spielgefühl nicht annähernd am angepriesenen Marketingversprechen. Aber was haben wir erwartet? Nichtsdestotrotz sind wir doch alle sehr neugierig, was diese 80 Euro teuren Gummimatten letzten Endes an Power an den Tisch bringen können. Ich werde diesen Test am vorhergehenden Test des Dicknix 05 orientieren. Diesen könnt ihr euch einmal hier über diesen Link anschauen. Dicknix sind typische Butterfly-Belege. Der 64er hatte bei mir meist etwas mehr Schnitt angenommen und die Ballflugkurve ist flacher als beim Dicknix 05, aber höher als beim Dicknix 80. Der 80er spielt sich etwas härter und flacher als der 64er, sodass Blocks, Konter und Schüsse einfach direkter sind, aber auch etwas mehr Timing und Feingefühl benötigen. Wenn es nach Butterfly geht, hat der 64er den meisten Speed und der 05er das höchste Spin-Potenzial. Das stimmte bei mir allerdings nur bedingt. Ich empfinde den 64er als katapultiger und indirekter im Spiel und ein wenig fehlerverzeihender als der 80er. Dafür haben der 05 und der 80er die Nase vorn, wenn es um direkte, harte Schüsse geht. Die Rotationen beim Aufschlag und Annahme beim 64er sind gut geeignet für Spieler, die gerne direkt mit Spin in den Ball gehen, mit einem Flip oder auch aggressivem Schub. Die erhöhte Ballflugkurve lässt auch kontrollierte, spinnige Topspins zu. Der 80er generiert nicht ganz so viel Spin, aber durch das direktere Ballverhalten und weniger Katapulteffekt empfand ich die Annahme als etwas einfacher und konstanter, besonders im passiven Bereich. Wer Fan von harten Flips ist und auch ein sehr gutes Timing hat, sollte mit dem 80er zufriedener sein. Für wen ist also welcher Dicknix geeignet? Wer kompromisslos offensiv spielt und sowohl im passiven als auch aktiven Spiel mit maximaler Rotation agiert, für den ist der Dicknix 05 gedacht. Variable Allrounder mit dem Hang zum offensiven Spiel sind mit dem 64er gut bedient, da das geringere Grundtempo bei passivem als auch aktivem Spiel fehlerverzeihender ist. Spieler, die ein ausgezeichnetes Block-, Konter- und Schussspiel tischnah vorweisen können, für den ist der 80er geeignet. So, jetzt wissen wir, ob er für euch geeignet ist, aber solltet ihr ihn auch letzten Endes kaufen? Ja, wenn ihr in einem Verein spielt, der euer Material stellt und es euch scheißegal ist, dass der Verein dafür bluten muss. Oder ihr zu viel Geld habt und nur Butterfly auf die Kelle kommen darf. Und zu guter Letzt ihr dieses undurchsichtige Marketing unterstützen wollt von Seiten Butterflies. Allerdings nein, wenn ihr noch halbwegs bei Verstand seid und euch bewusst werdet, dass ihr ein Stück Gummi 80 Euro bezahlen wollt. Oder euch klar ist,
dass ein Belag keinen besseren Spieler aus euch macht, ohne euer Zutun. Zu guter Letzt, es gibt natürlich auch noch andere gute Alternativen auf dem Markt, die teilweise nur die Hälfte kosten oder noch weniger. Sorry Butterfly, auch wenn das definitiv sehr gut spielbare Tischtennisbelege sind, solange ihr uns nicht faktisch erklären könnt, woraus sich euer 80 Euro Preis zusammensetzt, gibt es definitiv keine Empfehlung von mir. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt natürlich auf den Like-Button und abonniert meinen Kanal. Ja? Oh mein Gott, was ist denn das? Ja, wer ist da? Guten Tag, sind Sie denn am Do? Ja, wer sind Sie denn? Wir kommen im Namen der Schmetterlingsfirma und haben ein paar Fragen an Sie. Dann kommen Sie bitte einmal mit.